Und da kommt der Lars oder Hallo, so, der vielen Dank, Champion vielen Dank, vielen Dank. Singen. Warte, nein, stopp, stopp, wir sind hier. Nein, Roman, stopp. Nein, das war die falsche Anmoderation. Du musst sagen, Na? Hier ist der Singgott. Sag es, sprich mir nach. Nein, der das sag ich nicht. Du bist Doch. Der Losergott. Der Gott Leute, was geht? Heute sind wir hier bei Minecraft sucht den Superstar. Ihr seht es schon, Leute, wir befinden uns hier in einer riesengroßen Arena und ich Warum würde sagen... Warum steht da vorne eigentlich Lir dran? Das ist Lars, Izzy, Roman bedeutet das. Müssen wir so rumsitzen? Na, musst du dich da hinsetzen, Roman. Stimmt, ja, okay, ja, stimmt, dann lass mal so ja hinsetzen. Sitzen und okay, ich dann sitze ich in der Mitte sitzen. Oh, jetzt ist das alles L wieder. Ist okay. Ja L-I-R. Prima, Leute, erstmal hallo und willkommen. Wir sind heute hier bei... Minecraft sucht Lirr. Den Superstar bei Lirr. Und ich würde sagen, wir haben heute, denke ich mal, ein paar tolle Kandidaten. Ihr seht schon, die Kameras sind auf uns gerichtet. Wenn man den Buzzer drückt, kann man die Leute rausvoten. Ist ein einfaches Prinzip. Ich denke mal, ihr habt das alle verstanden. Unser Publikum Juhu. Ist auch zahlreich erschienen. Dankeschön, vielen Dank, vielen Dank. Und ich würde sagen, wir fackeln nicht lang rum und schauen uns erstmal unseren ersten Kandidaten an. Let's go. Yeah, yeah, yeah. Zeig ich bin gespannt, ich bin gespannt. Oh. Da vorne, guck mal. Alter. Hey, oh mein Gott, was ein der crazy Trick, Typ. Der Trick Supreme, siehst du das? Der Trick Supreme. Heftig. Heftiger Typ, heftiger Typ. Okay, Hallo, was hat er? Willkommen bei Lir. Oh, mein Name ist MC Cool, sagt er. Okay, sein Name ist oh MC mein Cool. Oh Gott, crazy. Locker ein Rapper oder so. Sein Name ist MC Cool einfach. Ich komme aus dem schönen Berlin und werde heute nun einen selbstgeschriebenen Text vorrappen. Okay, ich bin gespannt. Wir sind nämlich auch Rapper, ich und Roman. Wir sind nämlich hier die Fisch-Gang, yeah, ihr wisst Bescheid. Ja, professionelle Rapper. Okay, ich bin gespannt, was da was. Ich bin gespannt, mal, ja genau. Hast. Zeig mal, was du drauf hast. Oh nein. Los geht's. Okay, Alter, ich hab Angst gerade, um ehrlich zu sein, was kommt. Fisch-Gang. Okay, warte. Ich bin MC Cool. Oh mein Gott. Ich muss schon jetzt lachen, Alter. Der Typ, okay, er ist raus. Von der Grundschule. Von oh der Grundschule. Oh mein Gott, das ist so schlecht. Es ist so wahnsinnig schlecht. Klatscht für mich. Okay, wir sollen für ihn klatschen. Yeah. Warte mal, das war schon der gesamte Nein, 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 Rap? Nein, nein, ich weiß es nicht. Ich bin das Beste für... Was? Ich bin das Beste für... Alter, nein, vergiss es. Er ist nicht das Beste Wie für mich. Ich will ihn nur rausvoten. Ich will ihn raushaben. Der beste ja, Rapper geht raus. Der beste Rapper aller Zeiten raus, geh jetzt raus. Wir haben dich dann... Raus. Das ist Nein. Fui. Fui ist das. Raus mit dem Klaus. Ich mag es, Pferde zu reiten. Er hört einfach nicht auf. Hilfe. Schmeiß ihn raus. Geh bitte. Guck mal, wir wissen, dass du. Ich werde diesen Wettbewerb. Ja, du wirst diesen Wettbewerb gewinnen. Hier kannst du bitte wieder von der Bühne. Alter, dieser Typ, der ist, glaube ich, ein bisschen crazy. Alter, hier, das hier geht in dieser Halle drin. Ich zeig dir mal, wie man box rappt. Ihn, box ihn, box ihn, box ihn, box ihn. Yo. Verprügel dich jetzt auf der Bühne, du kleiner Schmarotzer. Er sagt Eier. Einfach vielen Dank. Ja, ich verzieh dich von der Bühne. Ich bring dich jetzt um, mitten auf sagt, der Bühne. Er sagt einfach vielen Dank. Geh jetzt runter von der Bühne, der Roman will jetzt noch was vorrappen. Izzy, setz dich wieder auf deinen Platz. Wir dürfen hier nicht. Hier hat jemand was bin, kaputt gemacht. Bin ich weiter, Alter, fragt er. Du bist jetzt tot, Alter. Ich bring dich um. Oh mein Gott, er ist halt wirklich, er ist halt wirklich einfach tot. Okay, so, jetzt let's go. Das war so mit ihm. Okay, so, let's go, Roman. Mal, rap. Okay, zeig mal, wie man cool. rappt. Ich komme von nein. der Grundschule, oh nein. mag Pferde zu reiten und oh deswegen nein. bin ich weiter und habe sehr viele Falten. Yeah. Oh, was? Ja, genau. Nee, genau. Ich fand's eigentlich ganz gut. Okay, der erste Kandidat war schon mal sehr, sehr ja, wie schlecht. Soll ich sagen, sehr speziell. Oh, da kommt schon der nächste. Guten Tag, willkommen bei Lirr. Lirr. Willkommen bei Lirr. Was haben Sie denn heute hier vorzutragen, junger Mann? Okay, ich bin gespannt. Guten Tag. Oh nein, ich habe Angst. Tag, hallo. Ich habe Angst. Los. Guten Tag, ja, wir haben schon verstanden. Guten Tag, ja. Ich bin gespannt, Alter, was da jetzt auf uns zukommt. Oh nein. Mal schauen, was der okay. raushaut. Mein Name ist Fred und ich komme aus meiner Heimat. Manfred. Achso, mein Name ist Manfred und ich komme aus meiner Heimat. Ich zeige euch heute. Punkt, Punkt, Punkt. Okay, ich bin gespannt. Der jodelt doch, oder? Ich weiß es nicht. Hä, wieso ist der Buzzer überhaupt in der Mitte gedrückt? Izzy also, hat schon rausgebuzzert. Nein, Izzy, du buzzerst die ganze Zeit. Klar, der ist bei mir, der leuchtet. Ah, guck mal, jetzt ist er. Ja, bitte dann, Manfred aus deiner Heimat, dann sag doch einfach. Ich glaub, der ist ein bisschen schüchtern, ich weiß nicht. Irgendwas stimmt nicht mit dem. Lass ihn einfach umbringen wieder, oder? Lass ihn einfach töten. Also, ich weiß nicht, ich bin eigentlich nicht bereit dazu. Also, ich würde den rausvoten. Vielen Dank. Singen? Nein. Hä, was ist denn los mit dem? Ich weiß nicht, ich glaube, der ist. Was will. Guck mal. Jetzt atme mal tief durch und sag kurz mal, tanzen? Nein. Ich check's Mach nicht. Mach doch irgendwas. Drück den Buzzer. Das ist kommt ein echt komischer raus. Typ, muss ich, ich weiß, sagen. Ich buzzer ihn raus. Ja, du, okay. Danke, Roman, der ist rausgebuzzert. Bitte, du bist nicht weiter. Ich glaube, der ist ein bisschen verwirrt, ne? Geh bitte von der Bühne. Hallo, ich rede mit...
Wieso musst du... Du musst gehen, weil wir dich rausgebuzzert haben. Warte mal, ich regel das, okay? Du musst gehen, weil wir dich rausgebuzzert haben, okay? Okay, gut, vielen Dank. So, das war wieder... Alter, wir haben auch nur schlecht... Also ich muss wirklich sagen, Roman, du warst bisher einfach der Beste. Tatsächlich, du warst bisher einfach der Beste. Dabei der hier, bin ich nicht mal Kandidat. Dabei bist du nicht mal... Alter, ich gehe die ganze Zeit selbst vom Sitz wieder runter. Zack. Izzy, dein Buzzer ist schon wieder gebuzzert. Gar nicht wahr. Ja, das macht Roman Nächster immer. Kandidat. Nächster Kandidat, okay. Bitte reinkommen. Hallo, Entschuldigung, können Sie bitte reinkommen? Oh, das ist ein Typ. Oh mein Gott. Hä, was macht der mit seinem Schwein hier? Entschuldigen Sie, Sie haben hier... Hallo, Sie haben hier... Hallo. Schönen Tag. Der ist beim Supertalent gelandet. Schönen Tag. Ja, genau. Schönen ist Tag. Einmal, er ist auf einmal wieder beim Supertalent hier. Okay, ich bin gespannt. Oh. Warum zur Hölle kommt dieses Schwein hierher? Hallo, kleines Schweinchen, was geht? Oh, ist das süß. Ich bin Stefan und das ist mein Schwein Piggy. Hallo, Piggy. Hallo, Stefan, Piggy. Hallo, Piggy. Ich verstehe nicht, warum der sein Schwein mit hierher gebracht hat. Izzy, kannst du... was zur Hölle? Was ist das für eine komische Folge hier? Unser Talent sind einige Kunststücke. Pass auf. Stefan, richtig? Stefan, wir sind hier nicht bei Dings, bei Supertalent. Das musst du bei Roman gucken. Wir sind jetzt hier bei Deutschland sucht den Superstar. Wir sind bei Lirr. Und Izzy ist geleftet. Also, wir sind hier bei Lirr, genau. Wir suchen eigentlich Leute, die singen können. Du hast ja eigentlich nichts zu suchen. Ich bin der Schweinereflüster. Was zur Hölle? Und damit habe ich schon viele Preise gewonnen. Oh, der kann ein Schwein. Der kann mit Schwein flüstern. Ich kann auch mit Schwein flüstern. Izzy, da musst du zusehen. Das kann ganz schön krass werden. Ja, es geht los. Was macht er denn jetzt? Piggy kann im Kreis. Wow. Was zur Hölle? Lass das umbringen. Was ist das hier für ein Talent? Das ist aber kein. Wir sind hier bei Superstar, nicht bei. Mann. Der ist bei Super Schwein. Deutschland sucht den Super Schwein. Nein, er kann auch springen. Den Super Schwein. Er kann auch einfach springen. Das ist ja der absolute Wahnsinn. Toll, prima. Also ich weiß auch nicht, ich glaube, das Publikum hat auch schon keinen Bock mehr da drauf. Also was sagt ihr? Ich hab noch gar nicht gebuzzert. Ich buzzer ihn raus. Zack, raus. Obwohl ich das Schwein... Izzy hat auch gebuzzert. Schweinen. Izzy hat wieder gebuzzert. Izzy hat gebuzzert. Doch, Izzy hat gebuzzert. Stefan, Izzy war diejenige, die gesagt hat, dass sie keinen Bock hat. Spaß, alles gut. Alles gut. Guck mal, das springt einfach die ganze Zeit an einer Stelle hier rum. Okay, könnten Sie jetzt bitte die Bühne wieder verlassen? Es gibt noch andere Leute, die hier gerne auf die Bühne kommen wollen. Er kann auch einen Liter, was? Er kann auch diesen Liter Wasser mit einem Schluck trinken. Wahnsinn. Das ist schon beeindruckend. Toll. Wahnsinnig toll, toll, prima. Ich setz mich wieder hier nicht. Ich hab jetzt. Was? Es kann fliegen? Okay, das Schwein kann fliegen anscheinend. Vielen Dank. Es ist ein Superheldenschwein. Ich habe keine Ahnung, warum dieses komische Schwein fliegt. Aber hallo, es ist ja gut, kann das wieder. Wo fliegt das hin? Sind wir somit weiter? Nein, weißt du was? Ich sag jetzt einfach gar nichts mehr dazu. Wo fliegt dieses Schwein hin? Wo ist es? Wo ist es hin? Es ist verschwunden. Es ist verschwunden. Dieses Schwein ist einfach weg. Was ist das? bei Superstar, nicht bei Supertalent, da kannst du zu Roman gehen für. Ja, vielen Dank, tschüss. Toll. Ja, wir haben dem jetzt nicht mal weitergelassen, gar nichts. Ich weiß gerade echt nicht, was das war. Es war einfach ein fliegendes Schwein. Ich weiß nicht, der ich glaube. Er hat sich wahrscheinlich echt verirrt. Entweder ich glaube, mein Schwein pfeift. Oder ein Supertalent. Oh, okay, ich hab keine Ahnung, was jetzt hier noch. Oh, okay, alles klar. Also, ich glaube, das war mit Abstand die chaotischste Folge überhaupt, Warum Leute. Warum habe ich eigentlich nicht zu trinken in meinem Glas? Hey! Alter, was macht der da? Was? Ich werde weiterkommen, Alter. Warte mal, ich musste da. Was zur Hölle ist los mit dir? Ist das nicht der Typ, Gero, den Alter! Ich getötet hab? Oh mein Gott, ja, nein. Okay, Leute, wir müssen jetzt hier die Folge beenden. Der Typ rastet komplett aus. Ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben. Alter, der zündet die ganze Sache. Wir sehen uns dann wieder bei Leere. Wir sehen uns dann das nächste Mal bei Leere wieder, Leute. Ich hoffe mal, ich war gut. Ja, du warst. Er brennt einfach. Er bringt sich gerade selbst. Alter, ich muss hier raus. Die sind alle verrückt. Okay, Leute, wir sehen uns morgen wieder. Viel zu einem weiteren Video. Eure Leute, tschüss. Ciao. Ciao. Sind alle gegangen? Hallo? Hallo? Ist da jemand? Ich glaube, sie sind gegangen. Okay, das wird dann Zeit für meinen Auftritt. Einen Stern, der deinen Namen trägt. Hoch am Himmelszelt, den schenke ich dir heute Nacht. Yeah, Leute! Das war auf jeden Fall echt mal eine sehr, sehr interessante Folge. Ich hatte auf jeden Fall eine Menge Spaß. Ich habe gewartet, bis alle weggegangen sind, damit ich nochmal meinen Auftritt machen kann, Leute. Weil ihr wisst Bescheid, ich bin nämlich der beste Singer der Welt. Falls ihr das genauso seht, Leute, dann lasst doch mal gerne einen Daumen nach oben da. Und ich würde sagen, wir sehen uns auf jeden Fall das nächste Mal wieder, wenn es heißt, wir spielen DSDS in Minecraft nach... Es ist mega. Es war mega die kaputte Folge, Leute. Mega...
mega crazy. Ich würde sagen, wir sehen uns auf jeden Fall morgen wieder. Oder rein, Leute. Tschüss.